Was macht man, wenn die Chefin selber verschläft? Immer. Man akzeptiert das, oder? Einfach akzeptieren, nicht wundern. So, ja. Kennt viele, die sagen, rausklingeln. Ja, ich. Ja, egal. Ich bin schon mit dem Eimer Wasser geweckt worden. Also. Ja, weil das. Aber das Blöde ist. Das eine A, dass die Chefin verschläft. Ist gut. Ne? Also. Ist halt so, ist halt ein bisschen nervig und nervt mich auch. Andere ist, wenn ich da mecker, dann bin ich auch noch mit ihr verheiratet. Oh. Dann habe ich zwei Probleme. Ich weiß, Tobi, deswegen einfach akzeptieren. Und die schaffen das schon. Hat sie auch gerade am Telefon gesagt, wir schaffen das schon. Ja, oder die Art und Weise, wie man es erweckt. Ja. Ja, sie war schon gerade am Zähneputzen. Schatz, man rede gerade nicht von dir. Doch. Pavel meint er sagt, doch. Du schläfst zu viel, bist ein bisschen faul. Hau, hau, hau. Weißt du, Paul, happy life, happy wife, ja. Ich glaube, das reicht gerade so, ne? Alles fällt. Ah, das schaffst du. Der Dünger ist immer das Problem. Ach, der Dünger, ich meinte ja auch den Dünger, sorry, ich meinte den Dünger und nicht das Saatgut. Also, alles gut. Aber ich habe wenigstens auch schon die Schweine auf meinem Hof, also das wird nachher sehr interessant, was abgeht. So. Jetzt darf der nicht mehr so viel weggehen. Fahren wir mal schnell drüber. Irgendwann tagge ich meine Freundin so ein rotes Mikrofon vorne dran, ey. Was machst du? Irgendwann tagge ich der vorne am T-Shirt noch so ein rotes, das rote Mikrofon, das zweite dran. Die brummt also. Die brummt sich gerade im Bett was vor sich her, das verstehe ich dir kaum, wenn die Kopfhörer anhast. Achso, das stimmt. Was möchte ich sagen, gnädige Frau, wo wollen Sie mal aufstehen, den Bergkiller kennenlernen? Die Striegel. Striegel kann ich direkt hinterher machen eigentlich, ne? Ja, kannst du. Aber ist ja auch erst der 1. September-Tag, wir gucken mal. Ach, sieh mal an, sie steht ja auf. Du kriegst gleich einen geballert. Deswegen steht sie auf. Schau, wie da ist diese Mühle hier, Alter. Ich krieg eine Rappe. Wollen wir hier noch was anderes anpflanzen, aber ich kann nichts anderes anpflanzen. Also ich kann. Sojabohnen habe ich abgeerntet. Ich kann das wieder im Frühjahr noch was anpflanzen, oder? Mache ich da jetzt einfach Gras hin?
könnte ich jetzt noch einmal anpflanzen auf das große Feld und dann mache ich im April was anderes da drauf. Wobei ich brauche viel Weizen für die Mühle. Wie hat es heute mit Tabea geklappt? Gut. Sind gut, gut durchgekommen. Waren so eine halbe Stunde, würde ich sagen, langsamer. Also ich war mit Tabea heute so schnell wie ich, wie mit Tim. Würde ich sagen, glaube ich. Es liegt aber auch daran, weil Tabea ja einfach noch in allgemein ein bisschen unerfahren ist und ich auf der Teigseite schon lange nicht mehr gearbeitet habe, ne? Also so. Da sind auch mir noch ein paar Fehler und ein paar Ablauffehler passiert. Aber alles gut. So. Ich habe mich vorhin schon gefragt, hier Basisfutter für die Schweine, was das ist. Da, Futtertuning für die Viecher da. Ach, wie nennt man das? Das fällt mir nicht ein. Für was Basis? Mit der Mühle. Nee, wenn du einen Schweinestall hast, da hast du einmal Basisfutter. Ja, wenn du die Mühle dir hier baust, dann kannst du hier Maisschweinefutter, Sorghumschweinefutter, hast hier so Rezepte und dann kriegst du auch so ein gutes Schweinefutter oder Kartoffelschweinefutter in der Mühle machen. Cool. Hat auch nicht gewusst. Nehmen wir die alte Mühle mal bei uns mit. Was macht denn hier eigentlich am meisten Sinn? Immer wieder faszinierend. Warte mal, aus 15 Hafer wird 19 Mehl. Aus 5? Hä? Es wird mehr Mehl aus weniger Hafer? Hat ja auch Scoops. Auch bei Sorghumhülse. Aus 15 Sorghumhülse wird 16 Mehl. Weizen aus 5 Weizen wird 4 Mehl. Hä? Gerste aus 30 Gerste 23. Hä, wieso wird denn das mehr Mehl, als ich reinbringe? Was macht denn? Hä? Macht ja gar keinen Sinn. Oder bin ich jetzt blöd? Keine Ahnung. Ich kann doch nicht mehr Mehl rauskriegen, als dass ich hier rein tue. Die Zyklen sind weniger, sehr viel weniger. Dann auch mal wieder einen Anhänger reinhauen. So, was kann ich denn überhaupt anpflanzen? Weizen. Das kann ich an. Nee. Doch. Was mache ich denn jetzt? Na, ich mache nichts. Ich werde mich nächstes Jahr. Mach im Frühjahr wieder meine Ernte. Das passt jetzt. Ein Feld Weizen. Ach, das eine Feld gehört auch noch mir, oder nicht? Habe ich aber jetzt gar nichts gemacht. Die 37. Weißt du was? Dann mache ich das mit der 37. Dass ich mir das da was für früher überlege. Ich habe da doch nichts gepflanzt, oder? Bin ich blöd. Ihr wollt nicht so viel Geld für Spiele ausgeben, weil sie zu teuer sind? Dann checkt mal meinen Partner ab. Instant Gaming. Gleiche Spiele für faire Preise. Link unten in der Beschreibung. Doch, hä? Hab ich doch? Nein. Nee, hab ich nicht. Abgeerntet. Mach ich da Gras drauf. Und dann
später was anderes zu machen. Fertig. Ist auch fertig. Wenn du mal zum Knusshof. Ich bin hier keiner. Hier fahren wir da. So. Ja, mit Handbremse kann man nicht losfahren. 5:38 Uhr. So, ich muss jetzt auch, glaube ich, hier schon wieder Schluss machen, leider. Weil meine Kindchen sich irgendwann verderben. Bin der. So schnell habe ich aber noch keine Kisten spawnen sehen, ey. Schlecht. Habe ich da schon Bodenproben gekauft? Ja, habe ich. Mein Hund ist kaputt. Macht mein Hund. Ja, jetzt kommt er. Ah, du weißt doch, wenn die sich so über den Teppich ziehe. Ja, über den Teppich ist das eine, durch den Beton ist das andere. Jeder Hund, wie es drauf steht, ne? Hart, ja. Hart und rüppig, sanft und kuschelig. Ja, ich würde sagen, ich fahre jetzt gleich nochmal. Ein Anhänger Weizen. Also, du bleibst hier stehen. Mit dir fahren wir gleich. Wo fährst du denn hin? Der hat irgendwas gefuttert von mir. Ich glaube, der hat ein paar Monster in sein Trinknäpfchen gehabt. Der stimmt was nicht mit dem Hund. Kein Bock auf Tierarztrechnung schon wieder. Ah, Stickstoff sieht gut aus, pH-Wert ist gut. Ja, ist halt, wenn du nichts ansehen kannst. Ich bin so doof. Ah nee, kann ich ja noch machen, ne? Ich habe auf dem neuen Feld, glaube ich, keinen Kalk ausgebracht. Was kann ich jetzt machen, bevor ich drille noch? Also bei der nächsten Folge muss ich dran, beim nächsten Stream muss ich dran denken. Hm. Mal kurz in die automatische Waschanlage und Reparaturwerkstatt. Dankeschön. Viel besser. So. Da kommt ja mein Freund. So, mein Maker, gute Nacht, schlaf schön, adieu. Von mir und du weißt, wenn du dich ganz lange auf die eine Hand draufsetzt und sie taub ist, ist es die Fremde. So, sind die Schafe oder versorgt? Also ich will ja jetzt sagen, na, wir machen 20 Minuten auf und hier ist noch niemand. Schon wieder Erdbeere wegbringen. Auch schon überlegt, ob ich vielleicht
Noch umswitch auf diese größeren Gewächshäuser, die kleinen Dinger, ey. Ist jetzt so gut wie gar nichts. Naja, die großen. Plantagen. Nee, Gewächshäuser. Ich hab schon die größeren. Ja, aber ich hab diese kleinen diese Folientunnel. Weil ich das einfach niedlich finde mit den Folientunneln. Aber passiert halt so gut wie nix. Kondomwächshäuser da. Richtig. So. Pro Palette Erdbeere sind 400 Stück drin, ne? Genau. 500 sogar. Perfekt. Können wir wieder schöne Erdbeeren. Oh, da kommt jemand. B, hier ist er. Sehr gut. Motiviert sah das auch nicht aus. Schalt doch mal hoch. Wie kann man manuell schalten? Los. Ja. Ich glaube, dein Hänger ist zu schwer. Was? Dein Anhänger ist zu schwer. Ja, aber guck mal, jetzt geht's ja. Irgendwie, ich habe immer das Gefühl, der will aus dem ersten sehr oft nicht raus. Aber wenn du dann irgendwann mal hochschaltest in den zweiten, dann bist du den Schwung kriegst, dann geht's meistens. Und was heißt so schwer? 14 Tonnen, Alter. Das Ding hat 150 PS. 14.000 Liter so. Das ist echt zu schwer. Das habe ich manchmal in der Schubkarre drin. Ja, bauen ein paar Flaschen Norsei bauen, da macht's Spaß. Traktor hast einen Drecks da dann. Ja, es gibt bestimmt eine gute Erdbeer. Gutes Geld. Jetzt kriegst du das schwer, jetzt schaltet er runter, was ja auch okay ist. Guten Morgen! Du hast es doch bestimmt in den Nachrichten mitbekommen, dass doch in der Pfalz eine 12-jährige ermordet wurde. Also die Leiche wurde gefunden in Nähe von so einem Bahnhofstunnel. Die wussten ja bis dahin noch nicht, wer es war. Gestern in den Ich Nachrichten. höre dich nicht. Ah, ja. Gestern in den Nachrichten ist dann rausgekommen, dass es eine 12-Jährige und eine 14-Jährige waren.